Jaho und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich über mein E-Book Die verfluchte Maid reden, wie ihr anhand dem Cover schon seht. Es ist ein Märchen und ich möchte euch einen Sneak Peek geben, weil eventuell könnte das ja dafür sorgen, dass die ein oder andere Person sich das mal näher ansieht. So, dann legen wir auch schon mal gleich los. Simsa, Simsala, Simsala Grim! Es war einmal in einem kleinen Dorf innerhalb des Königreiches Vultanas. Es lag an der Landesgrenze, war voller Menschen, die ihrer Alltagstätigkeit wie Landwirtschaft und Handwerk nachgingen. Viel Gelächter von Kindern war zu hören, die draußen in der Nähe eines Waldes spielten. Unter ihnen stachen zwei Kinder besonders hervor. Ein blondhaariger Junge und ein schwarzhaariges Mädchen. Von Freunden wurden sie gerne miteinander verkuppelt, doch ernst haben sie das nie genommen. Schließlich waren sie erst 10 Jahre alt. Die Jahre vergingen und die beiden wurden älter. Langsam entwickelte sich eine Schwärmerei, zuerst von der Seite des Jungen. Doch traute er sich nicht, es ihr zu gestehen. Sein Vater war einer der 4 mächtigen Generäle des Königreichs. Sobald sein Sohn 15 Jahre alt wurde, nahm er ihn immer öfter mit zu seinen Schlachten. Er wollte aus ihm einen genauso guten Kämpfer machen, wie er es selbst war. Leider hatte das junge Mädchen nicht so viel Glück mit ihrer Familie. Ihre Mutter verstarb bereits kurz nach ihrer Geburt und ihr Vater wurde nach ihrem 13. Lebensjahr krank und verstarb kurz darauf. Sie arbeitete sich von einem Tag zum anderen, um ihr eigenes Brot zu verdienen. Der Junge namens Linus bekam das mit und offenbarte ihr seine Liebe, wollte sofort mit ihr zusammen sein. Sie lehnte jedoch sein Liebesgeständnis ab, da sie glaubte, er würde spaßen, um sie zu ärgern, so wie früher. Er versuchte es erneut und bot ihr einen Liebesbeweis an. Wollte für sie Gold suchen gehen und es ihr schenken, damit sie nicht mehr weiter als Maid arbeiten müsste. Es klang für sie so banal, dass sie zustimmte und ihn machen ließ. Einige Monate vergingen, seitdem er aus dem Dorf verschwunden war, in dem sie beide aufgewachsen waren. Die junge, fleißige Frau machte sich ein wenig Sorgen um ihn, da er noch nie so lange fort gewesen war. Sie half im Dorfzentrum gerade einem alten Weib beim Verkauf ihrer Töpfe, als sie dann plötzlich von einem einfallenden Trupp des Nachbarlandes überfallen wurden. Die plündernden und brandschatzenden Soldaten griffen an und fingen an, alles zu zerstören. Kinder und Frauen wurden auf die Straße geschleift, der Rest getötet. Die junge Maid, deren Name Serafina war, versuchte die alte Greisin zu schützen und versteckte sich mit ihr in ihrer Scheune und sie verbarrikadierten sich. Doch lange hielt es die Männer nicht draußen. Sie brachen das Tor gewaltsam auf und rissen es aus seinen Angeln. Als sie dann in der Klemme steckten, schubste die alte Frau die Schwarzhaarige in das Sichtfeld der Soldaten und bat darum, sie mitzunehmen, um sich selbst retten zu können. Die Männer holten ihren Hauptmann her, der sie begutachtete. Serafina schaute angeekelt weg, während er anfing, sie zu berühren. Doch dann wurde es draußen plötzlich laut. Der Boden erbebte von galoppierenden Pferden, die dem Dorf zur Hilfe eilten. Ein Kämpfer nach dem anderen ging zu Boden und Lino stand da. Er stellte sich kühn dem Hauptmann entgegen und ein wilder Kampf entbrannte. Doch so schnell er begann, so schnell endete er auch wieder. Linus, der als Sieger hervortrat, schloss seine Kindheitsfreundin in seine Arme. Sie erwiderte seine Umarmung erleichtert, war aber dennoch verwundert, warum er schon zurückgekehrt war. Er fing an, in seiner Tasche zu kramen und zeigte ihr einen Goldklumpen, den er eigenhändig gefunden hatte. Tränen sammelten sich in ihren Augen. Er hatte es wirklich geschafft. Doch sie war mehr erleichtert, dass er zur Hilfe eilte.
Er fragte sie besorgt nach ihrem Wohlbefinden, doch da hatte sie sich erneut an ihn geklammert und küsste ihn überglücklich. Nach diesem Tage waren sie für immer zusammen. Bis hierhin könnt ihr in der Leseprobe hineinsehen. Doch da endet die Geschichte nicht. Sie geht noch weiter. Sie zogen in ein kleines, gemütliches Dorf weit nördlich, nahe des berühmten Gletscherberges Aurora. Nach den Erzählungen des Dorfältesten wurde dieser nach einer berühmten Waldhexe benannt. Diese errichtete vor langer Zeit das Tal, in dem sie lebten, und wird als eine Schutzpatronin angesehen. Serafina und Linus wollten hier nahe dem Schnee ihre Familie gründen. Kurz nachdem sie sich eingerichtet hatten, kam ein Brief an Linus an. Er solle sich unverzüglich an seines Vaters Seite an die Front begeben. Beiden gefiel es nicht, wieder getrennt zu sein, nachdem sie endlich nach so langer Zeit beieinander sein konnten. Kurz darauf ging Linus seiner Verpflichtung nach und ließ seine Geliebte allein im Dorf zurück. Tage wurden zu Wochen, Wochen zu Monaten, noch kein Zeichen von Linus Rückkehr. Um sich ihre Zeit sinnvoll zu vertreiben, anstatt auf ihn zu warten, erkundete sie immer öfter die Umgebung und hielt meistens Ausschau nach Kräutern, Pilzen und Beeren, um ihre Kochkunst, die Linus so liebt, zu verbessern. Jeden Tag traute sie sich immer ein klein wenig tiefer in den Wald, bis sie an einer dichten Stelle des Waldes ankam, die selbst ihr Gänsehaut bereitete. Das dichte Blätterdach der Bäume ließ den Waldboden düster und kühl wirken. Serafina blieb wie angewurzelt stehen, als sie bemerkte, dass weder der liebliche Gesang der Vögel noch das Rauschen des Windes durch die Blätter huschte, zu hören war. Doch ihre Neugier und Entschlossenheit führte sie tiefer und tiefer in das Dickicht hinein. Nach einer gefühlten Ewigkeit stößt sie auf eine Lichtung. Und hier stoppe ich jetzt einfach mal. Wenn ihr weiterlesen möchtet, dann könnt ihr das gerne bei diesem Website mir machen. Oder ihr sucht einfach nach Die verfluchte Maid E-Book von Sarana Taisho und findet bestimmt irgendeine Webseite, die euch gefällt und wo ihr gerne mal sein wollt. Alles klar, dann danke ich euch fürs Zuhören und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Oder eher hören. Hihi. Sayonara!